Vielen Dank für diese wundervolle Einstimmung und auch für das zur Predigt sehr gut passende Thema. Wir haben hier vorne zwei Täuflinge sitzen heute und das bedeutet, wir haben einen ganz besonderen Gottesdienst. Lieber Luca, lieber Timothy, ich freue mich, dass es soweit ist, dass ihr beide euch entschieden habt, euch taufen zu lassen und dass wir das heute gemeinsam mit euch erleben dürfen hier in Bogenhofen. Ich habe eine Geschichte mitgebracht, die mich immer wieder fasziniert, wenn ich sie in der Bibel lese. Und wer vor einigen Jahren schon mal hier war und sehr aufmerksam war, wird sich erinnern, ich habe über die Begebenheit, über die ich heute noch einmal mit euch nachdenken möchte, schon einmal gesprochen. Aber es war mir ein Anliegen, im Rahmen der Taufe noch einmal diese Begebenheit zu betrachten. Bevor ich verrate, um was es geht, möchte ich euch etwas anderes zum Nachdenken geben. Ich glaube, dass heute niemand hier sitzt, der eine solche Situation nicht kennt. Es gibt Veränderungen im Leben und man merkt, da fühlt man sich nicht ganz wohl. Veränderungen, bei denen man nicht genau abschätzen kann, was auf einen zukommt. Das kann beispielsweise eine neue Schule sein, an die man wechselt. Das kann nach der Schule der Ausbildungsplatz oder Studienplatz sein. Vielleicht ein Wechsel des Arbeitsplatzes und man hat plötzlich neue Kollegen. Und ich glaube, jeder kennt solche Situationen. Man kommt neu irgendwo hin, vielleicht auch einfach ein Verein, in den man sich neu eingeschrieben hat und ist das erste Mal mit dabei in einer fest eingeschworenen Truppe. Man ist dann mit dabei und man sieht, die anderen reden über Dinge, bei denen sie genau wissen, was gemeint ist. Und man selbst gehört noch nicht ganz mit dazu. Da sind Kollegen, die lachen miteinander und man weiß noch nicht, um was es geht. Da gibt es vielleicht Getuschel und man macht sich Sorgen, ob es um einen selbst geht, weil man ist neu und wie das oft so ist, wer neu ist, wird ganz besonders begutachtet. Und vielleicht reden die anderen gerade schlecht über mich, weil ich anders bin. Und es kommt dann zu diesem Anpassungsprozess, Stück für Stück, man lernt die anderen besser kennen, die Kultur besser kennen, die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, worüber sie reden, besser kennen und passt sich an, um nicht mehr als etwas anderes wahrgenommen zu werden. Solche Situationen sind nicht so angenehm. Ich erinnere mich an eine Zeit, in der ich das ganz intensiv erlebt habe und vielleicht kennt der ein oder andere die Geschichte, ich glaube, ich habe es mal in einem Klassenraum erzählt. Ich war neun Jahre alt und der Wechsel ans Gymnasium stand bevor. Es war Sommer und ich wusste, wenn diese Sommerferien zu Ende gehen, dann geht es eben nicht so weiter, wie ich das bisher kannte. Meine alte Klasse, meine Klassenkollegen, vielleicht sogar der Sitzplatz, den ich kannte. Und ich bin ein Mensch, der sich wohlfühlt, wenn er weiß, wie etwas aussieht und wie etwas läuft. Ich glaube, die meisten von uns mögen ein gewisses Maß an Sicherheit und Kontinuität. Und ich erinnere mich, mit meinen 9 Jahren in dem Sommer habe ich ernsthaft überlegt, wie kann ich das umgehen, wie kann ich dem ausweichen, eine ganz neue Klasse. Und ich wusste schon, keiner von meiner vorigen Klasse würde mit mir dorthin gehen. Auf die Schule hat keiner gewechselt. Es war ein Nachmittag, ich war derzeit gerade allein im Wohnzimmer bei meinen Eltern und ich habe mich niedergekniet und ich habe gebetet. Und in dem Gebet habe ich Gott angefleht, bitte, bitte doch vor Ende des Sommers wiederzukommen und dieser Welt ein Ende zu machen, damit ich nicht in diese neue Klasse gehen müsste. Es gibt sicher bessere Gründe als den Wechsel auf eine neue Schule, um sich die Wiederkunft Jesu herbeizusehnen, aber in dem Fall als 9-Jähriger war das mein größtes Problem und ich hatte Angst vor dem, was mich erwartet, weil ich wusste, ich würde fremd sein. Ich wusste nicht, dass ich sehr schnell neue Freunde finden würde. Man hofft das, aber man weiß es ja nicht. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Ich möchte euch teilhaben lassen an einer anderen Erfahrung, als ich dann erwachsen war und wieder vor einer großen Herausforderung stand und mich so richtig fremd gefühlt habe. Jemand, der neu in die 5. Klasse kommt und damit unter lauter Neulingen ist, das ist eigentlich gar keine so große Herausforderung. Aber als ich hier frisch in Bogenhofen gewesen bin, um Theologie zu studieren, bekam ich das Angebot nach einem Jahr, es war ein Jahr, glaube ich, gewesen des Studiums, mit Global Evangelism nach Jamaika zu gehen und eine 3-wöchige Evangelisation zu halten. Das Angebot habe ich mit Freuden angenommen und ich wusste, es wird nicht einfach werden, sowas zu machen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einer ganz anderen Kultur gewesen ist, unter Leuten, die nicht nur anders sprechen, sondern auch von der Hautfarbe in dem Fall ganz anders aussehen und auch eine ganz andere Mentalität haben. Ich war noch nie so weit weg. Ich war noch nie in Mittelamerika. Und dann ging es dorthin und ich erinnere mich, als wir dann angekommen sind in Kingston, in der Hauptstadt. Uns wurde dann von unseren Gasteltern dort vor Ort, wenn man sie als Eltern bezeichnen kann, war eine Art adventistisches Hotel.
Geschwister, die uns aufgenommen haben, wurde uns erklärt, dass wir als Weiße auch besser nicht alleine raus auf die Straße gehen. In Kingston gibt es nur wenige Weiße und das sind die reichen Leute, die für gewisse Firmen da sind und die, weil sie reich sind, eben auch schnell bedroht werden, wenn sie irgendwo ohne Schutz unterwegs sind auf der Straße. Darauf haben wir auch geachtet. Aber ich dachte mir, irgendwo wird man doch auch andere sehen, die uns irgendwie ähnlich sind. Und ich erinnere mich an die erste Fahrt zu der Gemeinde, in der ich eine Evangelisation halten sollte. Und die Fahrt war etwa eine Stunde lang, ganz anderes Ende der Stadt. Und wir sind durch verschiedene Viertel durchgefahren. Und als wir meiner Gemeinde immer näher gekommen sind, gab es immer häufiger Autowracks auf der Straße, die ausgebrannt waren. Mitten auf der Straße. Und wir sind so rundherum gefahren und irgendwie weiter. Und der adventistische Bruder, der mich dorthin gefahren hat, schien da gar nicht weiter groß sich Sorgen zu machen oder verwundert zu sein, wie das da aussieht. Und ich habe ihn darauf angesprochen, was da los ist, ob das immer so aussieht hier. Und er erklärte mir, wären wir einen Monat früher gekommen, hätten wir dort gar nichts halten können, weil da gerade Bandenkriege waren. Und die eskalieren dann eben so schnell oder auch so stark, dass dann keiner mehr da reingeht. Und selbst Polizei und Militär halten sich raus, bis das Gröbste vorbei ist. Wir haben also nur noch die Reste davon gesehen. Und ich erinnere mich an den ersten Abend dann in dieser Gemeinde, etwas über 200 Leute vor mir, die mich intensivst angeschaut haben, weil sie noch nie einen Europäer gesehen haben. Noch nie jemanden, der keine schwarze Hautfarbe hat. Und die Kinder am Ausgang, es war wirklich nett gewesen, haben dort auf mich gewartet, weil sie meinten, sie müssen mal probieren, ob das wirklich weiße Haut ist, ob es vielleicht Farbe ist und ob sie die blonden Haare mal anfassen dürften. Ich war also wirklich ganz fremd in dieser Kultur, in dieser Gesellschaft, auch in der Art, wie man dort Konflikte löste, wenn man von Lösen sprechen kann, nämlich durch Gewalt. Und die 3 Wochen waren sehr eindrucksvoll, möchte ich sagen, auch sehr wertvoll. Aber vor der ersten Predigt auf dem Podium zu stehen und zu wissen, ich passe hier eigentlich so gar nicht rein, möchte gar nicht drum herum reden, das war schwer. Das war gar nicht einfach. Die Geschichte, die ich mit euch heute betrachten möchte, die handelt von einem Mann, der es auch überhaupt nicht einfach hatte. Und wenn wir bedenken, dass wir heute 2 Taufen vor uns haben, dann möchte ich euch natürlich auch ganz besonders damit ansprechen und bewusst machen, ihr wagt ja heute auch einen Schritt, der gar nicht so einfach ist. Ich weiß nicht, wie viele andere hier vielleicht anwesend sind und schon länger darüber nachdenken, sich taufen zu lassen, aber aus verschiedenen Gründen diesen Schritt eben nicht gewagt haben. Und ein Grund, der immer wieder genannt wird, ist, damit beginnt ja dann doch etwas ganz Neues. Man weiß nicht, ob man da reinpasst. Ob diese neue Welt, die man damit betritt und auch diese neue Kultur zu einer Gemeinde zu gehören, ob einem das wirklich passt. Oder ob es vielleicht unangenehm wird und man irgendwann das Gefühl hat, da gehöre ich nicht wirklich hin. Ihr seid in der glücklichen Situation, die Gemeinde schon sehr, sehr lange zu kennen. Das macht es etwas leichter und trotzdem weiß ich, diese Gedanken, die sind irgendwie, so habe ich zumindest den Eindruck, bei jedem mehr oder weniger da. Und wir werden nachher, wenn ihr euch vorstellt und euren Glaubensweg auch skizziert, etwas mehr davon hören. Kommen wir zu dem Mann, über den ich heute mit euch sprechen möchte. Ich darf die Technik bitten, die Folien an die Wand zu werfen. Dann könnt ihr die Texte mit mir verfolgen. Es geht um 2. Könige, Kapitel 5. Um eine Geschichte, bei der sich ein Mann wagt, tatsächlich am Ende bis ins Wasser zu gehen, obwohl er genügend Gründe gehabt hätte, es nicht zu tun. Es geht um einen Mann, den wir alle sehr gut kennen, weil er in jeder Kinderbibel vorkommt. Es geht um Naaman. 2. Könige, Kapitel 5. Die nächste Folie, bitte. Dankeschön. Wir lesen die Verse gemeinsam und dann werde ich einige Gedanken dazu mit euch haben, um uns bewusst zu machen, dass dieser Weg hier mehr als nur schmal, mehr als nur steil, mehr als nur steinig gewesen ist. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wert gehalten. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, aber er war aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Wir wissen nicht viel über diesen Mann, aber was wir wissen, genügt, um uns ein Bild zu machen. Ein gewaltiger Mann.
Vermutlich auch von seiner Statur, wenn wir wissen, dass er ein Kriegsfürst, ein General gewesen ist. Der Mann, von dem wir hören, durch den Jahwe, der Gott der Israeliten, den Aramäern Sieg gab. Über kein geringeres Volk als das Volk der Israeliten. Also schon diese Einleitung, die Beschreibung dieses Mannes lässt aufhorchen. Warum gibt Gott, der Gott des Volkes Israel, dem Feindesvolk den Sieg durch diesen Mann? Betrachtet man die Geschichten vorher und hinterher etwas näher, wird deutlich, es gibt gute Gründe. Das Volk Israel war nicht mehr das Volk Gottes, wenn es darum ging, wirklich treu, loyal zu Gott zu stehen. Sie hatten sich längst von ihm nicht nur entfremdet, sondern meilenweit entfernt. Und so versuchte Gott durch diesen Mann, das Volk Israel wieder nüchtern zu machen, dazu zu bringen, sich wieder zu Gott zu bekehren. Mit anderen Worten, die wenigen Worte der Einleitung machen uns deutlich, der Mann hier war jemand, durch den Gott wirkt. Er war Gott nicht egal. Dieser Mann führt ein junges Mädchen als Gefangene nach Hause und sie dient in dem Hause dieses Mannes. Und wir sehen auch in diesen wenigen Versen, das Verhältnis war wohl mehr als das eines Herrn zu dem Knecht. Denn dieses Mädchen kümmert sich um diesen Herrn. Es sorgt sich um ihn. Sie hat Mitleid mit ihm. Und sie macht hier deutlich, würde er nach Samaria gehen, dann könnte ihm dort von den Propheten geholfen werden. Für diesen gewaltigen Mann, diesen Feldherrn, war es sicherlich nicht leicht, den Rat eines jungen Mädchens anzunehmen. Wir müssen davon ausgehen, dass er alles andere an Möglichkeiten vorher schon ausgeschöpft hat. Was die Religion der Aramäer, was die Zauberer und Magier zu bieten hatten, hat er sicherlich schon ausprobiert, ohne Erfolg. Und so war er soweit demütig geworden, auch den Rat eines einfachen, gefangenen Mädchens, eines fremden Volkes anzunehmen. Dieses Mädchen kam nicht von irgendwoher, es kam aus dem Lande Israel. Auch das war sicher nicht einfach, denn das waren die Dauerscharmützel, die es in dieser Zeit gab. Das waren die dauerhaften Feinde des Volkes der Aramäer. Auf ein gefangenes Mädchen aus diesem Volk zu hören, war sicherlich nochmal ein Grad schwerer. Sie war im Dienst der Frau Naamans, also einfacher Knecht. Und dann hören wir als eine vierte Hürde, die dieser Mann nehmen muss. Er muss ja nicht einfach nur sich auf den Weg machen. Er muss mit seinem Herrn darüber sprechen. Er muss also seinen König davon überzeugen, dass was diese Kriegsgefangene aus unserem Feindesland Israel mir da gesagt hat, das könnte vielleicht funktionieren. Eine Frage, die hier ganz sicher aufkam, war, wenn der Prophet in Samaria, der Hauptstadt des Nordreiches Israel, wenn dieser Prophet so mächtig ist, warum hast du dann, lieber Feldhauptmann, ständig Sieg gehabt gegen sie? Wir wissen nicht genau, was hier miteinander debattiert wurde, wir kennen aber das Endergebnis. Am Ende stand als Ergebnis, geh hin und probier's. Dieser Feldhauptmann war dem König offenbar so wichtig, dass er sagte, wir greifen nach jedem Strohhalm, auch wenn das bedeutet, dass wir uns demütigen müssen vor unseren Feinden. Hauptsache, du wirst gesund, egal was es kostet. Und wenn wir von Kosten sprechen, wird jetzt in den nächsten Versen deutlich, dass die nicht nur emotional oder charakterlich hoch waren, sondern tatsächlich auch, was das Geld angeht. Nächste Folie bitte. Der König von Aram, als Elisa, jetzt sind wir eins zu weit. Eine Folie zurück bitte. Der König von Aram sprach, so zieh hin. Ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und 6.000 Goldgulden und 10 Feierkleider. Und brachte den Brief dem König von Israel. Und dann werden wir gleich weiterlesen, wie er lautete. Halten wir hier einen Moment inne. Das, was er hier mitnimmt, sagt uns heute nicht mehr so viel. Aber Gold, das wissen wir, ist wertvoll gewesen. Er kommt nicht mit irgendeiner Währung dahin. Es geht hier um 6.000 Goldgulden. Und damit ist uns schon klar, das muss ein großes Vermögen gewesen sein. Dazu kommen dann noch die 10 Zentner Silber und die 10 Feierkleider. Und wenn wir an die Geschichte denken, zur Zeit der Richter Samson, der sich hier um Feierkleider kümmern muss, aufgrund dieser Wette, die er leider aufgrund von Betrug verloren hat, dann wird deutlich, Feierkleider waren viel wert. Sonst hätte es diesen Eklat auch damals schon nicht gegeben. Man hat sich die Mühe gemacht, das mal zusammenzurechnen. Und würde man das mit einer heutigen Währung vergleichen, mit heutigen Verhältnissen, dann kommen wir hier auf, sage und schreibe, 750 Millionen US-Dollar. Das wäre der Wert
in der heutigen Zeit eine Dreiviertel Milliarde US-Dollar. Wie viel wert ist dieser Mann dem König gewesen? Wie viel wert ist ihm selbst seine Gesundheit gewesen? Ihr müsst bedenken, dieses Geld, dieses Vermögen stand ja dann seinen Kindern, wenn er welche hatte, nicht mehr zur Verfügung. Er hat vielleicht sein komplettes Erbe, alles, was er verdient hatte, auch auf seinen Raubzügen verdient hatte, hier mit nach Israel getragen. Vielleicht kommt er mit dem Gold, das er vorher dort erbeutet hat. Das war sicher nicht einfach. Er nimmt es alles mit. Es ist es ihm wert. Am Geld sollte es nicht liegen. Und er brachte den Brief dem König von Israel, der lautete: Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und ihr seht es, ich habe es unterstrichen, die Krux an diesen wenigen Sätzen, diesen wenigen Worten, die wir hier finden, ist dieses Wort du. Das hat die Knechtin daheim bei dem Feldhauptmann so nicht gesagt. Sie war schon sehr konkret. Sie hat gesagt, der Prophet in Samaria. Sie hat nicht von dem König gesprochen. Aber wie das oft so ist, der eine sagt was zu dem anderen, der geht wieder zu jemand anderem, der wiederum schreibt einen Brief und am Ende steht was anderes da. Der König sieht sich hier angegriffen. Als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Und hier fragt man sich schon, was in diesem König vorgegangen sein muss. Er liest diesen Brief, ja, und der Erste, in dem ersten Moment, wo er das liest, steigt Zorn in ihm auf. Er hat den Eindruck, er wird Streit mit mir gesucht und der ist ungerechtfertigt. Wir sind nicht eingefallen in Aram, warum wollen die rüberkommen zu uns? Und er hat ja auch nicht irgendjemanden vor sich. Er hat ja den Mann vor sich, an den sie schon so viel verloren haben. Da liegt es ja noch mal mehr nahe zu vermuten, dass es um einen neuen Streifzug gehen könnte. Was daran nur merkwürdig ist, ist die Konstellation. Warum kommt er denn mit einem Gefolge direkt bis zum König und liefert sich dem König aus? Der König hätte ihn und seine Mitstreiter hier durchaus gefangen nehmen, vielleicht töten können. Er tut es nicht, aber er ist zornig. Wir können festhalten, Schritt Nummer 5 auf seinem Weg hin, wenn möglich sein Leben zu retten ist, er muss zu dem König des Feindes gehen. Und er muss demütig diesen Mann darum bitten: Rette mich. Wie schwer sowas sein muss. Ich weiß nicht, ob ihr Situationen schon erlebt habt, in denen ihr Leuten wirklich ausgeliefert wart. Das ist unangenehm. Das ist schon dann unangenehm, wenn man diesen Leuten keine Schwierigkeiten hat. Aber wenn man vorher mit diesen Leuten sich im Krieg befand, wenn man mit diesen Leuten vorher Streit gehabt hat und muss dann hingehen und sagen: Bitte hilf mir. Das verlangt einem unwahrscheinlich viel ab. Und ich glaube, auf unserem Glaubensweg haben wir solche Momente immer wieder, dass wir Schritte gehen, dass Gott uns dazu bringt, Schritte zu gehen, bei denen uns bewusst wird, das ist jetzt gerade gegen alles, was ich fühle. Da sträubt sich alles in mir. Und doch ist es der einzige Weg hin zur Rettung. Als sechste Hürde sehen wir diese Fehlformulierung in dem Brief. Der König wird adressiert, leider nicht der Prophet. Und daraus entsteht siebte Hürde, mit der dieser Mann nun umgehen muss. Der König meint, es würde ein Streit angezettelt werden. Offenbar haben wir es hier mit jemandem zu tun, der von sich aus auch schon sehr leicht zu Aggression und Streit, vielleicht sogar Streitsucht neigt. Also gar nicht schwierig, gar nicht leicht, hier vorstellig zu werden. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. Und wenn ich das so lese, muss ich schon etwas schmunzeln, weil ich mich frage, ob diese Aussage des Propheten hier nicht eher an den König gerichtet ist, als an den Naaman. Ich habe den Eindruck, dass der König selbst sich nicht bewusst ist, dass doch hier ein Prophet in Samaria ist. Natürlich kannten die beiden sich. Sie waren keine guten Freunde, aber sie wussten voneinander. Und er musste auch wissen, dass dieser Elisa ein mächtiger Prophet ist. Er hat es oft genug bewiesen. Entschuldigung. Und so wirkt es, als würde der König hier auch durch den Propheten noch einmal zur Raison gebracht werden, dass ihm bewusst wird: Was gehst du so weit, deine Kleider zu zerreißen, solche Angst zu haben, hier womöglich einen Krieg zu beginnen, obwohl ich doch ganz in der Nähe bin. Beide residieren in der gleichen Stadt. Es wäre vermutlich nur ein kurzer Weg gewesen.
So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Punkt Nummer 8, die 8. Hürde, die er nehmen muss, ist diese mangelhafte Struktur im Volk Israel. Als Naaman hätte ich das Gefühl, ich komme hier zu Dilettanten. Da weiß der König nicht, dass er einen Propheten in der Nachbarschaft hat. Und offenbar weiß dieser König auch nicht, dass dieser Mann so mächtig ist, dass er sogar diese Krankheit, die eigentlich unheilbar ist, Aussatz heilen kann. Und Punkt Nummer 9, jetzt kommt dieser Prophet schon, gewissermaßen, er kommt ja nicht persönlich, also er weiß Bescheid von dem, was da geschehen ist am Königshof, aber er schickt lediglich einen Propheten. Vielen Dank. Er schickt lediglich einen Boten. Das ist der nächste Punkt, an dem dieser Mann, Naaman, Demut beweisen muss, einen einfachen Boten anzunehmen. Und wir sehen in den nächsten Versen, es fällt ihm alles andere als leicht. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach: Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Und jetzt kommt eine Logik, der wir nicht widersprechen können. Das, was der Mann sich hier denkt, das ist einfach nur konsequent, das ist richtig. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Papa besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Und wir sehen jetzt hier im letzten Abschnitt, es müssen wieder seine Diener intervenieren. Bevor wir dazu kommen, halten wir wieder einen Moment inne. Was er hier in dem ersten Abschnitt, den ihr oben seht, sagt, ist auch vollkommen richtig und es erklärt uns einiges über sein Vorwissen. Dieser Mann als guter Feldhauptmann wusste sicherlich nicht nur geografisch, was ihn in Israel erwartet. Er hat sich sicherlich auch über die Religionen, die Götter oder den Gott Israels informiert. Denn wenn ein Krieg damals begonnen wurde, musste man ja nicht nur kämpfen gegen die Menschen, sondern auch gegen die göttlichen Mächte. Ein Kriegsgewinn bedeutete immer auch ein Sieg über den Gott dieses Volkes oder den Gott, der in dieser Region herrscht. Und dieser erste Abschnitt, den wir hier haben, macht uns deutlich, er kannte diesen Gott sehr gut. Wenn wir das vergleichen mit dem Gebet Salomos in 1. Könige 8, wird deutlich, er scheint dieses Gebet Salomos bei der Einweihung des Tempels gekannt zu haben. Denn dort hören wir, selbst wenn ein Fremder nach Israel kommt, um den Gott Israels, Jahweh, zu suchen, so möge doch dieser Gott auf sein Gebet hören, wenn er sich dann zum Heiligtum wendet, seine Hände erhebt und ihn anruft. Und genau diese Formulierungen finden wir hier vor. Der Mann war nicht ungebildet. Der Mann war gut informiert. Er wusste, auf welchen Gott er sich hier stürzen würde. Er wusste, der Prophet, zu dem er geht, an dem selbst wird es nicht liegen. Es wird der Gott sein, in dessen Name dieser Prophet hier spricht. Er hat vollkommen recht. Und doch war das eine weitere Hürde, die er nehmen musste. Ich habe es hier unterstrichen. Ich meinte. Und Freunde, ich glaube, das kennen wir auch nur zu gut. Ich meinte, Gott würde so und so handeln. Ich meinte, Gott würde seinem Propheten sagen, dass er persönlich kommt und nicht einfach in irgendeinen unbekannten Boten schickt. Es war offenbar nicht Gehasi, wir hören keinen Namen. Es scheint irgendjemand gewesen zu sein, der nicht so wichtig war, der keinen großen Namen hatte. Ich meinte, er selbst würde seine Hände erheben, hin zum Heiligtum. Ich meinte, er würde persönlich mit mir sprechen, sich meine Geschichte und mein Leid anhören. Und es geschieht nicht. Ich weiß nicht, wie oft es euch beiden so gegangen ist. Von den verschiedenen Stufen, die wir hier gesehen haben, den Hindernissen, welche ihr habt nehmen müssen. Aber ich bin mir ganz sicher, die habt ihr auch nehmen müssen. Dass ihr auch Momente in eurem Leben hattet, in eurem Leben mit Gott, eurem Weg, bis ihr schließlich dann jetzt auch hier steht und sagt, ihr wollt euch taufen lassen, offiziell ihm anvertrauen. Ihr hattet sicher Momente, wo euch auch bewusst geworden ist, Gott handelt nicht so, wie ich meinte, dass er jetzt müsste. Wenn ich an meine Zeit zurückdenke, dann ist mir das vor der Taufe schon häufig so gegangen. Und nach der Taufe auch. Und ich bin sicher, den anderen, die schon viel Erfahrung im Glaubensleben haben, ging es ganz genauso. Wir meinen, Gott müsste jetzt so und so handeln. Und wir denken vielleicht manchmal, wie Johannes und sein Bruder Jakobus, dass, wenn das Dorf der Samariter den Meister Jesus Christus diese Nacht nicht beherbergen will, dann muss Feuer vom Himmel fallen. Aber es widerspricht den Absichten Gottes.
Und so hatte Gott hier auch eine andere Absicht. Denn bei diesem Mann ging es um viel mehr als eine körperliche Heilung. Bei euch geht es um viel mehr als euch zu reinigen. Ihr steigt hier nicht rein, um euch sauber, damit ihr sauber werdet. Ich werde euch nicht waschen. Ihr werdet euch nicht waschen. Wir werden ganz schnell wieder draußen sein. Bei dem Wasser und bei dem, was wir in der Taufe tun werden, geht es um viel mehr als Reinigung oder Heilung. Es geht darum, sich mit Gott ganz innig zu verbünden und das Leben ihm zu übergeben. Und wir sehen in dieser Geschichte, dass der Mann genau das hier Stück für Stück lernt. Der König war nicht imstande, es ihm zu erklären. Andere, die ihm vielleicht begegnet sind, waren höchstwahrscheinlich auch nicht imstande, es zu erklären, weil das geistliche Leben in Israel desolat war. Aber die Art und Weise, wie Gott diesen Mann führt, lehrt es ihn. Und auch das sind schöne Erfahrungen, die wir immer wieder machen dürfen. Dass uns Leute begegnen, die sind von Gott schon so weit geführt worden, dass wenn man mit ihnen dann über die Bibel spricht und was Gott darin offenbart, es nicht mehr allzu neu für sie ist. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm, mit Naaman und sprachen, lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Auch hier betrifft das noch, dieser Punkt, die Vorstellung des Naaman. Er ist mit viel Geld im Gepäck gekommen und er wird es nirgends los. Er ist mit genauen Vorstellungen über den israelitischen Ritus gekommen und wie Gott angerufen wird und es passiert nicht. Aber er lässt sich überreden von diesen Leuten, die ihm nahestehen. Und die Art und Weise, wie sie ihn ansprechen, zeigt, offenbar hatte er nicht nur ein gutes Verhältnis zu der Dienerin aus Israel, die bei ihm daheim arbeitete. Er hat offenbar auch ein exzellentes Verhältnis zu den anderen Dienern, die ihn hier begleitet haben. Was muss das für ein Mann auch charakterlich gewesen sein? Wenn sie zu ihm sagen, lieber Vater, sie sprechen ihn nicht einmal als Herr an, sie dürfen ihn lieber Vater nennen. Wir kennen diese Ausdrucksweise auch, wenn wir über Gott sprechen. Wir wissen, dass wir ihn als Herr anrufen, aber dass uns im Neuen Testament nochmal ganz besonders auch als Vater offenbart ist. Und es wird uns hier deutlich, es gibt so viele Parallelen zum Lebensweg, zu unserem Glaubensweg mit Gott. Und ich glaube, hier ist eine nächste Hürde, ganz entgegengesetzt, die uns auch manchmal begegnet. Vielleicht wollen wir manchmal viel Geld geben, wollen vielleicht auch viel tun, um vor Gott angenommen zu sein. Und müssen dann feststellen, dass egal wie viel wir zahlen wollen, egal was wir alles tun wollen, es alles nicht das ist, was Gott von uns erwartet. Er erwartet lediglich ganz einfachen, simplen Gehorsam. Wenn er sagt, steig in das Wasser, dann erwartet er, dass wir in das Wasser steigen. Wenn wir uns Gedanken darüber machen, warum die Taufe nötig ist und warum wir sich einfach vielleicht per Formular in eine Gemeindeliste eintragen können, dann können wir einfach antworten, weil Gott es so vorgesehen hat und weil wir gehorsam sind. Und weil dieses Symbol viel mehr darstellt als ein Formular, das ausgefüllt wird, das ich auch unterschreibe, wenn ich einem Fußballverein beitreten will. Aber in ein Taufbecken zu steigen und zu zeigen, ich lasse mich begraben in diesem Wasser und ich stehe auf zu neuem Leben, ist etwas ganz anderes, etwas viel Größeres. Der Mann ist klug und er ist demütig. Er lässt sich belehren von seinen Dienern und er geht weiter. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit allen seinen Leuten. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. Man liest so schnell drüber hier über den Vers 11. Er tauchte unter 7-mal und alles ist gut gegangen. Aber ich glaube, dass das die schwierigste Prüfung für ihn war. Schritt 13 wäre das in meiner Auflistung. 7-mal das Gleiche tun, das ist alles andere als einfach. Ich denke, ganz normal menschlich ist er hineingestiegen in dieses Wasser und der Jordan, je nach Jahreszeit, ist nicht allzu sauber. Er ist also da reingegangen, vergleicht das Wasser vielleicht nach wie vor mit den beiden Flüssen, die er vorher zitiert hatte und stellt fest, reinigen kann mich dieser Fluss allein vom Wasser nicht. Und er wird einmal untergetaucht sein und seine Haut untersucht haben. Und festgestellt haben, dass sich nichts verändert hat. Und dann macht er das ein zweites Mal und wird ebenfalls gesucht haben, ob eine langsame, fortschreitende Verbesserung zu sehen ist. Und es ist nicht geschehen. Und er macht es dreimal und er macht es viermal und er macht es fünfmal und er macht es sechsmal. Wie würde es euch gehen nach dem sechsten Mal? Das ist zwar kurz vor der Ziellinie,
andererseits aber auch noch kurz vor der größten Blamage des Lebens. Vermutlich hat er sich schon überlegt, bevor ich so weit gehe, 7-mal zu machen und von all den Leuten, die hier am Ufer stehen und all den Schaulustigen, die sehen, dass der Feldhauptmann der Feinde hier durch Israel zieht, um zum Jordan zu gelangen, um dann in diesen Fluss hineinzusteigen, in der Hoffnung, eine unheilbare Krankheit werde durch schmutziges Wasser rein. Das hätte unheimlich peinlich werden können. Ich denke, wir alle hätten überlegt, ob wir es tatsächlich so weit gehen lassen. Aber er macht es. Er taucht sich tatsächlich noch ein 7. Mal unter. In der Hoffnung, mit dem Glauben, egal wie klein er war, mit dem Glauben, es könnte doch funktionieren. Und mehr braucht es nicht. Es braucht Glauben, aber groß muss er nicht sein. Wir sehen bei ihm, er ist bis zum Ende gegangen und sicherlich jetzt am Ende wirklich auch auf dem Zahnfleisch emotional gegangen, charakterlich, was seine Demut anbelangt. Aber er ist bis zum Ende gegangen. Und das habt ihr beide auch getan. Ihr seid bis hierher gegangen. Das ist nicht das Ende eures Glaubensweges, aber es ist der ganz, ganz wichtige Anfang eures, wenn man so möchte, offiziellen Glaubensweges mit Gott. Er hat euch längst vorher schon angesprochen. Er hat euch längst vorher schon durch verschiedene Stationen durchgeführt. Er hat euch längst vorher schon einiges an Demut abgerungen. Er hat euch charakterlich schon reifen lassen, sonst wärt ihr heute nicht hier. Und ihr seid bis zum Ende gegangen, bis ins Wasser werdet ihr noch gehen, um damit zu beweisen, dass ihr wirklich das tun wollt, was Jesus Christus uns vorgelebt hat, was er uns als Beispiel gegeben hat, was der Auftrag Gottes an uns ist. Ich glaube, dass das, was wir hier vor uns haben, das alttestamentliche Vorbild für die Taufe ist, um zu zeigen, schon damals galt der Glaube als heilsam, nicht nur für den Körper, sondern zuallererst natürlich für die Seele, für das ewige Heil. Und so wird diesem Mann ja auch bewusst, wie wir hier lesen, es gibt keinen Gott außer in Israel. Wer weiß, wo er schon unterwegs war, wer weiß, wie viel Geld der Mann schon ausgegeben hat bei anderen Göttern, um jetzt festzustellen, in Israel ist wirklich Rettung. Und wer weiß, was das mit den Aramäern gemacht hat, wenn dieser mächtige Mann, nicht nur in seinem Einflussbereich, sondern auch der König, der ein guter Freund von ihm war, das wiederum weitergegeben hat. Was für ein missionarisches Ereignis das gewesen ist. Das gilt für jede Taufe. Wie viele Leute sind heute anwesend, die euch kennen? Da werden einige dabei sein, die sind nur wegen euch heute hier. Nicht, weil der Gottesdienst so toll wäre oder weil sie vielleicht so interessiert sind im Glauben. Es ist immer ein missionarisches Ereignis, das anderen zeigt, hier sind welche, die in der heutigen Zeit sich so deutlich zum Glauben bekennen, dass sie sich nicht dafür schämen, mit einem Gewand in Wasser hineinzusteigen und sich untertauchen zu lassen. In Lukas 4, Vers 27 sagt Jesus rückblickend auf dieses Ereignis: Viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa und keiner von ihnen wurde rein als alleine Naaman aus Syrien. Und warum? Ich habe es euch gleich hier mit dazu geschrieben, weil nur er konsequent den Propheten und damit Gott gesucht hat. Und weil nur er konsequent bereit gewesen ist, trotz aller Widrigkeiten das auszuführen, was ihm hier von Gott gesagt ist. Er geht bis in das schmutzige Wasser und ja, er taucht sich sogar 7-mal unter vor all den Schaulustigen, die vielleicht, so könnte er meinen, nur darauf gewartet haben, ihn auszulachen. Was für eine Blamage wäre das gewesen, mitten in Israel im Feindesland, das alles zu tun, um am Ende genauso aussätzig wie vorher nach Hause zu gehen wieder. Was für eine Blamage wäre das gewesen. Er lässt es darauf ankommen. Er geht den Weg. Genauso lasst ihr es darauf ankommen, wenn ihr den Weg mit Gott geht. Da wird es auch Leute geben, die sagen, warum macht ihr das? Gott enttäuscht doch Menschen nur. Guck mal, was da passiert und was dort passiert. Und er hat nicht eingegriffen. Dinge, die wir immer wieder hören. Aber wenn ihr es darauf ankommen lasst und wie Jesus hier eben auch sagt, dieser einzelne, außergewöhnliche Mann wirklich bis zum Ende geht, dann werdet ihr genauso wie er feststellen, Gott rettet. Aber was er erwartet ist, dass man bis zum Ende geht. Und so möchte ich noch eine Frage an der Stelle stellen. Was wäre mit Naaman gewesen, wenn er bis in den Jordan gegangen wäre, aber er wäre nach dem 6. Mal umgekehrt? Wäre er etwas gesünder gewesen? Hätte er vielleicht 5 Jahre länger gelebt? Es wäre nichts geschehen gewesen. Der Mann wäre nach Hause gegangen, hätte zu Hause erzählt, auch der Gott Israels kann mich nicht reinigen, habe mich 6-mal untergetaucht, meine Haut ging es nicht besser. Das wäre das Resultat gewesen. Und allzu oft hören wir das heute auch. Menschen, die mit Gott nur inkonsequent gehen und deshalb nicht erleben, dass er wirklich rettet. Nicht erleben, dass er sich wirklich kümmern kann, weil wir ihm im Weg stehen. Sei es durch persönlichen Stolz, sei es durch andere Widrigkeiten. 13 haben wir hier gehabt. Im Leben von uns anderen mögen es andere 13 Punkte sein.
Es geht darum, weiterzugehen. In Lukas 12, Verse 1 bis 3 hören wir: Unterdessen kamen einige tausend Menschen zusammen, sodass sie sich untereinander traten. Da fing er, es geht um Jesus, an und sagte zuerst zu seinen Jüngern: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Das ist die Heuchelei. Es ist aber nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Darum, was ihr in der Finsternis sagt, das wird man im Licht hören, und was ihr ins Ohr flüstert in der Kammer, das wird man auf den Dächern predigen. Als dieser Mann zurückgegangen ist nach Hause, war er sicherlich das, was man heute als Influencer bezeichnen würde. Wir wissen leider nicht, wie es weiterging mit ihm. Aber ganz gewiss hat er über den Gott gesprochen, der ihm solches Heil geschenkt hat. Denn er hat nicht einen Goldgulden dalassen können. Es wurde ihm geschenkt. Wenn ihr euch heute taufen lasst, müsst ihr euch bewusst sein, ihr werdet genauso Influencer sein. Ihr werdet einen Einfluss auf andere haben. Es gibt immer Leute, die zu uns aufsehen. Egal, wie viel Verantwortung wir tragen oder nicht tragen. Das gibt es in eurem Leben ganz genauso. Andere, die sich an euch orientieren und die einfach schauen, wie läuft es beim Timothy, wie läuft es beim Luca jetzt im weiteren Glaubensleben. Die schauen werden, wie lebt ihr euer Leben. Die schauen werden, welche Entscheidungen trefft ihr in welchen Situationen, die vielleicht mit euch nie darüber sprechen, aber die sehr genau hinschauen. Ich wünsche euch, dass ihr euch dessen immer bewusst seid. Nicht im Sinne der Angst, sondern im Sinne der feierlichen Verantwortung, die ihr tragt. Und genauso wie jeder andere von uns hier auch, der einen Bund mit Gott geschlossen hat. Ich möchte an dieser Stelle zwei kurze Geschichten erzählen, wie weitreichend Einfluss sein kann, den man überhaupt nicht sieht. Denn Jesus spricht hier von einem Einfluss, dessen man sich gar nicht bewusst ist. Er spricht von den Pharisäern zunächst, die Heuchler waren. Nach außen sollte alles gut wirken, im Leben war es das aber bei ihnen nicht. Und er macht deutlich, egal wie leise ihr flüstert, es wird offen von den Dächern gepredigt werden. Das bedeutet, egal wie leise ihr euer Leben leben wollt, es wird laut von den Dächern schallen. Es wird so sein, auch wenn es seine Zeit braucht, es wird so sein. Ich hatte einen Schulfreund. Ein Schulfreund, der, wenn es Partys gab, nie mitgetrunken hat. Und irgendwann habe ich ihn angesprochen: Warum trinkst du nie, während es alle tun? Und was rauskam, was ich noch nicht über ihn wusste, weil er erst in die Klasse neu dazugekommen war, was ich nicht wusste war, er lag schon bis zu seinem 16. Lebensjahr dreimal im Krankenhaus mit einer Alkoholvergiftung. Er hatte das alles hinter sich. Und er hat sich dann gesagt, er wird so etwas nie wieder tun. Und soweit es geht, ein guter Einfluss für andere sein, sich davon auch fernzuhalten. Er war sehr freundlich, er war sehr lustig, er war sehr angesehen und hat damit einen guten Einfluss auf andere ausüben können. Er hat das nie groß rausposaunt, aber man hat es gesehen. Und ich erinnere mich, dass es für mich auch ein wichtiger Punkt war, als ich das mitbekam, als ich ihn beobachtet habe, für mich auch stark zu sein und zu sagen, ich halte mich fern davon. Wie das oft so ist, in der Gruppe braucht es wenigstens eine andere Person, die den gleichen Weg geht und man fühlt sich viel stärker. Aber alleine anders zu sein, das ist hart. Ich muss auch an eine andere Geschichte denken. Ich hatte in einer Gemeinde häufiger Predigten gehalten, die einfach nur audiomäßig aufgezeichnet wurden. Und da gab es einen jungen Mann, den ich nur mal ganz kurz persönlich kennengelernt hatte, hat ihm kurz die Hand geschüttelt. Der war aber nie anwesend im Gottesdienst, aus verschiedenen persönlichen Gründen, auf die ich nicht eingehen möchte. Der war nie anwesend. Was ich nicht wusste, bis etwa 2, 3 Jahre, nachdem ich schon lange weg war aus dieser Gemeinde, der hat sich jede Predigt angehört. Und dann kam 2 oder 3 Jahre später der Anruf und die Frage, ob ich ihn taufen würde, weil diese Predigten ihm geholfen haben, seinen Weg zu Gott zu finden und Mut zu haben, in die Gemeinde zu gehen. Ich habe nie mit ihm über den Glauben sonst sprechen können. Ich habe ihn nie in meinen Predigten gesehen. Ein stiller Einfluss, von dem ich nicht wusste, dass er dann Jahre später sich so auswirken würde. Umso länger man mit Gott lebt, umso deutlicher wird der Einfluss. Umso mehr Situationen gibt es auch, an die man dankbar zurückdenken kann, weil einem bewusst wird, ich habe mein Leben nicht nur für mich gut gelebt mit Gott. Ich habe nicht nur für mich Heil erfahren, sondern ich habe es auch an andere weitergegeben. Ich wünsche euch beiden, dass mit dem heutigen Tag genau das auch ganz deutlich sichtbar wird. Dass mit dem heutigen Tag deutlich wird, euer Einfluss, wenn es nicht schon vorher war, aber mit dem heutigen Tag, dass er mächtig wird. Dass ihr nicht hinter den Berg haltet, euer Licht unter den Scheffel stellt und wie wir es hier sehen, nur flüstert über den Glauben. Sondern dass ihr es laut von den Dächern predigt. Ich freue mich auch, dass ich hier 2 Leute vor mir habe, die beide ernsthaft darüber nachdenken, Theologie zu studieren. Die auch überlegen, Prediger zu werden und das dann offen weiterzugeben. Ob es so kommt, möge Gott es so führen. Er weiß es, was er vorhat mit euch. Aber ich wünsche euch auch in eurem weiteren Lebensweg mit Gott,
Egal welche Prüfungen kommen, egal welche Hemmnisse und Hindernisse, geht stur weiter. Bis ins Wasser seid ihr heute dann gegangen. Geht weiter, egal wo er euch hinführt. Und lebt euer Leben durch lautes Predigen, nicht mit Flüstern. Ich schließe mit einer Aussage Ellen Whites im Sieg der Liebe, Seite 230. Wer das eigene Ich beiseite stellt, dem Wirken des Heiligen Geistes Raum gibt und ein völlig gottgeweihtes Leben führt, dessen Nützlichkeit ist keine Grenze gesetzt. Ich wünsche euch, dass ihr das erlebt in eurem Leben. Amen.